Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Dying Light 2 und heute gibt es die Trophäe Tod aus der Distanz. Dafür brauchen wir einen Bogen, so wie diesen hier, und Pfeile. Pfeile kann man sich natürlich craften, manchmal kaufen und natürlich haufenweise finden. Diese 52, die ich habe, die habe ich alle gefunden. Gibt immer so ein paar Spots, da gibt es dann viele zu finden, ansonsten sind die relativ selten, muss ich sagen. Und wir brauchen einen Spucker und müssen dann mit dieser Distanzwaffe diesen Spucker töten. So, die Spucker kommen meistens nachts raus, da findet man dann die ein oder anderen. Sind auch nicht wirklich schwer zu übersehen, weil sie spucken uns an. Also, ja, was der Name sagt, das Programm. So, zum Thema Bogen. Den Bogen gibt es, wenn wir den inneren Kreis erreicht haben. Also wir müssen Old Willidor verlassen haben. Und haben das erste Mal Waltz getroffen. Und danach können wir die finden und auch manchmal kaufen. Und ja, man kennt es halt, ne? Sind halt Waffen und ja. So, da unten steht der Kollege, der kleine Spucker. So, wir packen den Bogen aus. Viel gibt es hier nicht zu beachten. Zack. Zack. Und jetzt ist er tot. Mehr müssen wir dafür nicht machen. Einfach nur einen so einen dummen Spucker mit einem Bogen oder einer anderen Fernkampfwaffe töten. Und dann haben wir die Trophäe sicher. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.